Ja, hallo zusammen, ist der Fuchskommando Dr. 70 mit einem weiteren Gast im Leben. Ja, aber Junior Onward Crusade aus dem Clan Spike mit dem Sima Premium Panzer der Briten. Ich glaube, den kann man zurzeit auch erwerben. Ja, FV201 in Klammern A45 sagt mir gar nichts. Aber hier seht ihr ihn, wir sind auf der Map Minen in einem Sima 6er 5er Gefecht. Und wir haben hier vier Sima 5, 6er, 6 5er und darunter haben wir zwei Heavys, vier mittlere Panzer, 5 TDs, zwei Leds, zweimal die Arti. Ja, Munitionsverteilung 38 mal AP mit 150 Damage, 171 Durchschlagtag. Kommt schon der gegnerische VK3001D und kriegt einen in die Ketten und jetzt in die Unterwanne. Erster Schuss, zweiter Schuss, Reloadzeit 3,36 Sekunden. Nicht ganz 3,5 Sekunden, würde ich mal sagen. Ja, und da geht der VK3001D raus. Ja, Munitionsverteilung weiterhin. APCR Prämunition hat sie dabei. 20 mal APCR 239 Durchschlag. Und dann sogar HE 16 mal dabei. Mit 190 Damage, 38 Durchschlag. Kleines Red Kit, automatische Feuerlöscher und kleines Medkit. Ja, weiterhin habe ich in der Ausrüstung gesehen, was sie da ausgewählt hat. Und zwar, das ist Lüftung, Richtantrieb und Ansetzer. Und der Ansetzer ist der verbesserte, den man mit Anleihen oder mit Bones kaufen kann. Und ein Detektive nochmal Lüftung. Ja, so viel schon mal dazu, ne? 2:2 steht es. Ja, in... Sie hat das ja das Game gepostet, das Replay, in der Facebook-Gruppe World of Tanks Germany. Und da wurde schon in den Kommentaren geschrieben, dass der Panzer nicht so gut ist. Ich kann dazu gar nichts sagen, weil ist mir völlig unbekannt. Ja, wir gucken mal nach der Mission. Allianz 15, Kommandosoldat in Richtung Chimera. Ja, schauen wir mal. So wie es aussieht, ist das ein Supportpanzer mehr. Ja, Briten sind ja auch nicht so stark gepanzert. So, jetzt wird erstmal die T-34-85M im Schokokeks 2020 wird gesagt, er soll zurückgehen. Ups, kleiner Schock auf, Entschuldigung. Aber der Schokokeks will nicht. Ja, bei uns hieß Schokokeks früher, das war Kakaokeks, der hieß Othello. Kennt ihr nicht? Ja, war im Osten. Heute Schokokeks, ja, entweder da von der bekannten Marke in dem Ort wohne ich sogar, wo die Kekse hergestellt werden, bei der Firma Balsen. Aber wir wollen jetzt mal weg vom Schokokeks und schauen uns hier mal das schöne Loch vom T-34-85M an. Das sieht ganz super aus und da kommt ein IKV-90B, düst vorbei. Und jetzt ein Tiger P und bleibt ganz stille. Irgendwas stimmt da hier mit dem Replay nicht, oder? Was ist denn jetzt hier los? Irgendwie scheint mir was hier, stimmt was nicht. 4:6. Ah, sie war abwesend. AFK oder was? Was war da passiert? Egal. Ja, irgendwie hat sie Lex dabei gehabt. Auch das Replay ist richtig verbuggt gewesen. Schon am Anfang. Ich musste das fünfmal starten. Aber somit hat sie erstmal den Tiger 1, Tiger 1, Tiger P rausgenommen. Erster Kill. Ja, hat man schon am Start gesehen. Da kam sie auch später rein. Scheint wohl keine gute Datenverbindung zu haben. So, egal. Zweiter Kill. Es steht 6:9. Also auf der Map Minen verpasst man sowieso nichts. Ah, der T-34-85M ist ein bisschen nervig. Oh Gott, jetzt will er auch noch kuscheln. Geh weg! Ja, eine Gunmark-Katze drauf, hat man gerade gesehen, ne? Bah, da will der kuscheln. So, T-29. IKV 103. Erstmal ein IKV. Ah, T-29 nimmt die Kette von mir aus. Ah, der war... Falls er den Reload
ausgenutzt vom T29, aber konnte nicht mal auf den IKV wirken. Ja, immer T29. So, was ist da hinten? Nervel T67. Nervt da. Und zack, raus. Dritter Kill. 7:9 steht es. Ah, T29 schön. Erstes Kettenrad penetriert. Und zack, raus. Eder einzigern und schießen. Vierter Kill. So, T34-1. Auto-Aim drauf, oder was? Sieht wohl so aus. Fünfter Kill. 10:9 steht es. Arti hat nicht getroffen. Jetzt bloß schnell weg. Na, was heißt hier schnell, ne? Die Büchse ist ja nicht schnell. Ah. Ja, Arti schießt nochmal, aber nicht in die Richtung. Was haben wir denn da Schönes? M4. Wie heißt dieses komische Ding? Oh, M4A3E8 oder was? Ja, meine Fresse, sind das Namen. Da komme ich jedes Mal in Straucheln. So, jetzt haben wir nur noch zweimal die Arti Grille und die FV304. Und dann haben wir zweimal den Radiowagen. M10 RBFM, Radio Bremen UKW, also FM. Interessant. Nein, ist nur mein Witz immer zu diesem Panzer. So ein bisschen Splash von der Arti, von der Grille. 118. Ja, hätten sie nicht die HE genervt, dann müsste man ein bisschen mehr aufpassen. Oh, Kette. Kritischer Treffer. So, jetzt aber. Die FV304. Wieder Kette. Oh. Aber raus damit jetzt. Sechster Kill, kriege eine Tasche. Ja, gerade hat hier ein Radiowagen angeklopft. Mit seinen Spuckepatronen. Wir sind bei 2681 Damage. 230 geblockt. 1193 Unterstützungsschaden. Und da gehen die Beine raus und wir sehen uns in den Stats. Tja, so schnell kann es gehen. So, und dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift Ass. Und da glaube ich, da hat sie sich selber sogar gewundert. Aber erfreulich. Und da aber das Panzerassammer Speer, Handgottes, Schläger, Durland, Wirkungsfeuer 65.483 Credits, dann XP, kommen wir später zu, Wachposten sogar. Und dann haben wir die Kriegermedaille für die 6 Kills in Gebiet Teamscore, 2681 Damage, 1518 Basis-XP und den gemandierten Report rein 30 Mal geschossen, 24 Mal getroffen, 19 Mal durchschlagen, einmal Splash, 516 auf 300 Metern. 230 geblockt, 1334 Aufklärungsunterstützungsschaden anderer Teammitglieder, macht einen kombinierten Schaden von 4015. Ja, gefahren ist sie 960 Meter und hat zurzeit kein Premium-Account. Na nun, wie geht denn das? War doch Weihnachten. Naja, hat wohl keine, nicht genug Kisten geholt. Ja, macht auch nichts, ist auch egal. Wir sind hier, da. Bei 54.589 Credits, dann hier Battle Bonus 10.914, macht die 65.483 abzüglich Repair, Munition und Kit. Wir haben 2.915 Credits über, ja, wenigstens plus, das Ganze in nicht mal 8 Minuten. Und dann haben wir hier die Basis-XP und 76 freie Erfahrung bei 2 für den ersten Tagessieg. Dann Bonus für persönliche Reservenbonus 759, und das war doppelt gemoppelt, XP und Bonus für Premium-Fahrzeug 304. Macht 4099 XP und 152 freie Erfahrung. Ja, nette kleine Runde mit in dem V2145 oder A45 besser gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.